100 Jahre soll sie schlafen, sagt die böse Fee im Märchen zu Dornröschen. Neben der Prinzessin Dornröschen verfällt das ganze Schloss daraufhin diesem Fluch. Alle schlafen, nur die Natur arbeitet. Irgendwann kommt der Prinz und muss sich erst einmal durch ein dickes Gestrüpp kämpfen. Gott sei Dank ist Dornröschen nicht gealtert, als er sie findet. Auch der Bauzustand des Schlosses lässt nichts zu wünschen übrig. So geht es im Märchen. Die Halbinsel Wustrow bei Rerik, ein eher dörflich geprägtes Ostseebad unweit von Kühlungsborn. Ihre Namen erhielten beide Orte erst von den Nationalsozialisten. Die alten Namen waren slawischen Ursprungs und gerade mit Rerik, ehemals Altgarz, hatten die Nazis viel vor. Hier entstand in den 1930er Jahren die Reichsflakschule. Die Wehrmacht sollte hier ertüchtigt werden, künftige Luftkriege zu gewinnen. Was dabei herausgekommen ist, wissen wir. Nach 1945 besetzte die Sowjetarmee die Halbinsel. Bis zu ihrem Abzug 1994 wurde hier kräftig weiter Krieg geprobt. 1996 schließlich kaufte die Entwicklungskompanie Wustrow, kurz ECW, das Gelände. Als die Insel erworben wurde, war sie in drei Bereiche aufgeteilt. Ein Baugebiet 100 Hektar, ein Landschaftsschutzgebiet rund 200 Hektar und das Naturschutzgebiet 700 Hektar. Das Baugebiet wird weiter verfolgt und soll seiner damaligen Bestimmung gemäß bebaut werden. Im Landschaftsschutzgebiet war damals nach dem Erwerb ein Golfplatz vorgesehen, auf den wird zugunsten des Naturschutzes verzichtet. Und das Naturschutzgebiet muss Naturschutzgebiet bleiben. Doch die Gemeinde Rerik spielte nicht mit. Im Jahr 2003 kam es zum endgültigen Bruch mit dem Investor. Von der Vorstellung eines mondänen Freizeitparks für die oberen 10.000 hielten die Reriker nicht viel. Zudem führt der einzige Weg auf die Halbinsel mitten durch den Ortskern. Und die Vorstellung von Hunderten von Autos, die sich täglich über die Straße des Ostseebades schieben, war eher ein Horror für die Bewohner. Außerdem hatten die Gemeindevertreter, allen voran ihr Bürgermeister, eigene Vorstellungen von der Entwicklung auf der Halbinsel. Von der Treuhand fühlte man sich hintergangen. Heute im Jahr 2015 gibt es wieder vorsichtige Annäherungsversuche zwischen Investor und Gemeinde. Vertreter der Landesregierung vermitteln im Hintergrund. Der Bürgermeister Reriks, Wolfgang Gulbis, gibt sich gesprächsbereit. Ja, der Investor müsste konkrete Vorstellungen liefern, was für ihn wirtschaftlich überhaupt zumutbar ist und was möglich ist für ihn. Und dann muss man sehen, ob man das mit den ganzen Auflagen, die sich mittlerweile aus den Umwelt- und sonstigen Rahmenbedingungen entwickelt haben, ne, ob man die dann überhaupt noch wirtschaftlich in die Reihe kriegt. Letztendlich träumt jeder davon, die Insel betreten zu können, dort Rad zu fahren, zu wandern und wie auch immer. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn jetzt nach wie vor, nach 25 Jahren, der Zaun da steht. Naja, also die touristische Bedeutung, die ist im Augenblick gegen null, weil was nicht genutzt werden kann, das hat auch keine Bedeutung groß. Ne? Unabhängig davon können wir uns schon durchaus vorstellen, dass das eine nicht unerhebliche Bereicherung für Rerik ist, insbesondere wenn man dort oben sich die ersten 300 Hektar, die nicht Naturschutzgebiet sind, erlebbar machen kann. Die letzten 10 Jahre haben den ehemaligen Militärstützpunkt in einen Wald verwandelt. Während im Märchen von Dornröschen Menschen und Bausubstanz nicht altern, sieht die Realität auf der Halbinsel Wustrow eher traurig aus. Auch der Status hat sich geändert. Das ehemalige Bebauungsgebiet ist zum Wald geworden. Und was in deutschen Landen nach deutschem Recht erst einmal Wald ist, bleibt auch Wald. Zumindest meistens. Und noch ist kein Dornröschenretter in Sicht, also der Prinz, der das Gestrüpp der widerstrebenden Interessen durchbrechen könnte und eine für alle Seiten annehmbare Lösung präsentiert. Vielleicht müssen wir auch einfach noch ein paar Jahrzehnte warten, um den Fluch der bösen Fee zu bannen. Doch diese Zeit hat keiner, zumindest nicht in menschlichen Dimensionen.